Ciao und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Wir machen heute das Awaken der physischen Arale, den bis jetzt oft bei uns auf Global, jedenfalls Rainbow God Leader. Ich habe mich ja durchgerungen dazu, einen Multi zusammen zu machen bei dem nicht geil zu guten, aber mittelmäßigen Aral Banner. Und es gab ja einen, das ist ja garantiert, und da es hier ein paar gab, die ich haben wollte, und da wirklich einer von denen halt garantiert war, sie wollte ich unbedingt haben. Okay, der Rest ist eigentlich so meh gewesen. Aber ich dachte mir, gut, die Chancen stehen auch ganz gut eigentlich. Und ich habe die physische und die AGL bekommen. STR hätte ich mir sogar lieber gewünscht, aber komm, die physische ist wirklich, ist wirklich geil. Jedenfalls habe ich also diese Arale bekommen. Und ich dachte mir jetzt so, ich muss die ja noch farmen auf Super Tech Level 10. Hieß dann also erstmal für Chani, dass ich eine Woche lang durchgehend dieses komische Mega-Kack-Event, habe ich davon noch eine? Acquired. Muss mal gucken. Nein. Sie ist jedenfalls für mich, dass ich eine Woche lang dieses super Kack-Event machen durfte. Circa. Ich habe sogar Stones ausgegeben für Stamina Refill. Im Nachhinein unnötig ein bisschen, aber gut. Lädst du noch langsamer? Dankeschön. Wow, er lädt wirklich noch langsamer. Ja, ich musste dieses Event hier machen und diese Arale hier farmen. Und dann immer mit der 50%igen Chance. Einmal habe ich sie awake. Dumme Idee auch wieder, aber gut. Mit der 50%igen Chance hoffen, dass die Supertech sich steigert. Und hier bin ich jetzt mit meiner Charakterlist physischen Arale UR maximale Super Attack. Supreme Damage. Aber gut, wir kommen zum Awaken. Das war die Vorgeschichte von diesem tragischen Summon. Die habe ich auch bekommen. Ich habe keinen Bock, die zu farmen, aber ich muss ich auch noch. Gut, Arale vor dem Awaken. Ich sag mal direkt, sehr gute Karte. Für Anfänger, ohne Scheiß, ich würde Multisummon machen, wenn ich mit dem Spiel angefangen habe. Wenn man sie bekommt, sie ist vor dem Dokkan Awaken schon All-Type Key plus 3. Es gibt keine Karte, die vorm Dokkan Awaken schon 3 Key gibt. Ich überlege gerade, nein, es gibt keine Karte, die 3 Key gibt vorm Dokkan Awaken. Sie ist damit die einzige. Heißt, für Anfänger wirklich extrem gut. Suprema Damage, auch gut. Attack plus 80% von Performing Super Attack. Sehr gut. Und farmbare Super Attack. Alles top Sache und für einen Anfänger sogar noch für Fortgeschrittene extrem geil. Und sie hat eine höhere Chance zu droppen, weil garantiert SSA-Summon halt. Heißt, wenn ihr mit dem Spiel gerade so angefangen habt und euch noch denkt, soll ich jetzt beim Vegeta-Banner oder so? Natürlich solltet ihr bei so einem God-Banner sammeln. Ich gieße mir gerade übrigens nicht mal Eistee ein. Aber bei dem hier, ich konnte mich auch nicht zurückhalten. Ich bereue es nicht. So, ihr links, da lässt sich jetzt drüber streiten, ganz ehrlich. Mechanic Minex? Was? Ich hab Maniac gedacht, Sowas hier sind ja so eine Android-Links. Kacke, dem Eno plus ein Key. Innocence, den hat, glaube ich, Gotenks auch, plus 10%. Ja, der hat Gotenks, hat man es gesehen. Der ist gar nicht so schlecht. Attack plus 10 ist immer gut. Link sich sogar mit den Androids, habt ihr gerade gesehen. Shocking Speed, sehr guter Link. Revival. Was sind das für Karten? Sehen ziemlich schlau aus alle. Nein, obwohl hier sind auch ein paar ganz gute dabei gewesen. Revival gibt auch nochmal plus 2 Key. Mit den Golden Freezer würde sie also auch ganz gut fungieren. Rainbow Team halt. Battlefield Diva. Sind leider auch wieder nur so ein Link. Es gibt keine gute Karte von den allen hier, die ich in mein Team packen würde. Und dann dieses Pinguin Village Ding, was halt auch nur ihre Leute haben. Was nochmal plus 15% gibt. Aber keiner von denen ist halt wert, ihn in mein Team zu packen. Also so mittelmäßige Links eher. Aber der Rest ist dafür ziemlich gut. Dupe System muss ich sie noch ausbessern. Dann fahr schon auf Awaken. So, wenn wir sie jetzt Dokkan Awaken. 77 Medaillen nebenbei. Ziemlich schwer für einen Anfänger. Deswegen meinte ich ja, ist ganz gut, dass sie 3 Key schon vorher gibt. Wenn wir sie jetzt Dokkan Awaken. Dann sieht das Schmuckstück so hier aus. Kriegt immensen Damage. Es gibt, glaube ich, auch keine Karte, die mit dem Dokkan Awaken immensen Damage kriegt und vorher Supreme hatte. Weil hier Gogeta, Vegeto hatten alle vorher schon immens und sie kriegt es erst hier. All-Type Key plus 3 HP, Attack and Defense plus 30%. Heißt, ihr Leader-Skill ist schon mal besser als der von Gogeta. Finde ich krass. So, Special Attack vom One. Ey, was ist das denn? Also, sie hat zwei Special Attacks oder wie? 30% Chance of the Super Attack. To transform for great power. Okay, man hat wohl eine Chance, eine andere Super Attack zu machen noch. Wusste ich jetzt nicht, ich bin wirklich ein bisschen überrascht. Okay, Rainbow Leader, All-Tap, plus 3, Partikel, Nivas plus 30, halt nur plus 30, Bardock später gibt plus 50. Immenser Damage. Maximale Super Attack. Attack plus 120 mit Performing Super Attack. Mini-God-Tanks. Hat halt nicht die ganzen krassen Attacken. Links sind gleich, Fierce Battle, passt also gut in mein Hero-Team. Die farmbare Ulti macht sie wirklich zu einer sehr krassen Unit. So, wir schnacken nicht so lange. Wir Dokkan Awaken sie. Ich schnack schon seit 4 Minuten. Sorry, Alter. So. 77 der hübschen Medaillen. Ich halte ja schon mal.
Das Art ist wirklich nicht schlecht. Finde ich lustig. Weil wir sie alle so eine OP-Karte, so eine OP-Karte gemacht haben. So, jetzt muss ich, ach shit, ja, Friend Summons machen. Aber recht viele, weil ich das Event halt so oft gemacht habe, habe ich recht viele Points auch bekommen natürlich. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal Charaktere, um sie auch zu leveln. Und dann testen wir sie natürlich auch, weil was wäre ein Awakening-Video ohne Test, oder? Living Ichigo? Das war gemein. Ich hab's auf Video! Ich denke gerade mein Ice-Tee und Super Saiyan 3 beim Friends sammeln. What the fuck? Hab grad mein Handy gegen die Tastatur genommen, falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch war. Gut. Dokkan Battle möchte hier an dieser Stelle wieder seinen Titel verteidigen und zeigen, was es denn für ein Drecksspiel sein kann. Und ja, ich lege mich wirklich darüber auf, dass ich gerade keine Rares gezogen habe. Aber sowas passiert halt immer, wenn man Charaktere leveln möchte. Zack, zack. Seht ihr, wie viele ich hier habe und wie wenig davon Rares sind? Unglaublich, die Kacke. Kurzer Cut, Facebook-Gruppen mit Nachstiegung, warum auch immer. Zack, 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 zack. Wieso hat er jetzt geladen beim Aus... Ach, ich verstehe das Spiel heute nicht. Plus 100 Level-Ups, das brauchen wir ja schon mal. Und dann klatschen wir noch ein paar Normals rein, weil ich ja davon gar so viele bekommen habe. Ich weiß, man kann die einfach auf Rare awaken. Aber sowas mache ich nur, wenn ich gerade wirklich die Zeit dazu habe. Und bei dem hier ist es halt nicht der Fall. Da noch irgendwelche Rares dabei. Wie es aussieht, nicht. Das verwundert mich ja jetzt, dass wir so wenig Rares hatten, wirklich. Davon. Klatschen wir noch einmal das ganz oben hier rein. Und gucken, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie Double Touches. Nein, gibt nichts, aber egal. Ein paar Level gab es ja trotzdem nochmal. Dann darf ich jetzt den Rest wieder schön verkaufen. Ich freue mich. Das heißt, erstmal die Statuen. Da, die Goldstatue aus dem Super Saiyan 3. Es gibt immerhin Zeni. 74 wieder, okay. Das kann ich auch. Oh, jetzt habe ich fast die Androids verkauft, Alter. Das wäre scheiße gewesen. Aber da hätte er mich ja nochmal gewarnt. Ich muss jetzt wieder Platz schaffen, damit ich jetzt eine Mission starten kann. Nomen. Und jetzt dürfte ich genug Platz haben, oder? Ja, jetzt haben wir Platz. Und wir können eine Mission starten. Wir werden das wir werden das STR-Event machen für Orbs, weil das gerade da ist und weil ich es eh noch machen muss. Also wir werden Arale gegen einen Typ sehen. Ja, gegen ihren Typen. Ich werde sie aber nicht in einem monophysischen Team benutzen, weil ihre Links da nicht allzu gut sind, weil Shocking Speed hat da glaube ich keiner. Lol. Meinem jedenfalls. Ich werde sie in einem Mono-Hero-Team austesten. Und da muss ich jetzt leider sagen, LR Piccolo, du musst mal weichen. So krass ist er halt wirklich nicht. Er tankt. Aber bei dem Event benutze ich jetzt wieder Arale. Wo ist er? Ich bin schon gespannt auf den Schaden. Da. Ich kann natürlich auch nuken, aber ne. Hier haben wir sie. Sie linkt sich mit einem. Gut. Egal. Vieles Battle hat sie auch. Wir starten rein und ich bin mir sicher, sie wird erst im letzten Zug wieder drankommen, wie es immer ist bei diesen Awaken-Videos. Oh, sie ist im ersten direkt dran. Das ist mega überraschend. So, wir gehen hier lang. Da kann ich meinen Gogeta dann auch ein bisschen direkt ausbessern mit den STR-Orbs. Wow, Money. 2000. Ist jetzt nicht so, als würde man das... Obwohl, für LR Broly braucht man Geld, aber ich glaube, da ist das hier nicht die beste Möglichkeit, das zu farmen. Wir fighten gegen Freezer. Ach ja, es sind immer zwei auf der Version noch. Freezer und Cooler. So, ja, wir haben sie direkt auf dem Feld mit. Ah, er hat das Dings gelockt. Tut mir leid. Ich muss das Sensor-Mode einsetzen, damit ich mich frei bewegen darf. So. Ich muss halt sie irgendwie zur Ulti kriegen. Ich möchte halt sie hauptsächlich sehen. Das reicht schon, okay. Und so kann sogar Vegeta noch ulten. Ja, Akku 15% ist nicht schlimm. So, jetzt bin ich gespannt. Boah, 300.000, das ist nicht schlecht. Super Tech 10, farmbar.
150.000 auf irgendwas, wo sie nicht effektiv ist. Eine farmbare Unit, die plus 120 bei einer Super Attack kriegt, macht schon 300.000 in einem Mono-Hero-Team, wo sie nur plus 50 jeweils kriegt. Jetzt lasst euch durch den Kopf gehen, was sie in einem monophysischen Team macht. Man muss zugeben, ihre Links sind dafür nicht allzu krass, aber... ein Arale, ein Gag-Charakter. Macht so fucking viel Damage. Gut, jetzt haben wir sie gesehen. Ich glaube, der Typ hier, die Typis hier, überleben eh nicht bis zum nächsten Auftritt von... Obwohl doch. Wenn ich jetzt zwei physisch auf dem Feld habe, werden sie wahrscheinlich noch überleben. Und dass er sagt, mich meine Reihenfolge nicht ändern lässt, regt mich auf. Der hätte ich vorher Dings mitnehmen sollen, dieses Item, was ist normal wieder. Dass ich keine Sensu-Bohnen hätte verschwenden müssen. So, er macht 360.000 und man muss bei ihm Elderkreis benutzen. So mal zum Vergleich. Ich sage, dass er gerade besser ist, aber trotzdem. Ich glaube, ich werde doch in diesem Turn gewinnen. Ah, okay. Edition ist super. Und cooler wird ein One-Hit sein. Halt ihr mal aufhören, schon wieder in der scheiß Gruppe zu spammen? Wenn ich aufnehme? Unfassbar. So. Wir konnten sie einmal knackig schnell zeigen. Gott sei Dank. Nicht, dass sie wieder bis zum Ende und dann hätte ich wieder ganz schlecht angreifen müssen, wie bei Vegeta oder so war das. Ach, Vegeta habe ich nie hochgeladen. Egal. Knapp 300.000 in einem Team, wo es plus 100 insgesamt nur gibt. Jetzt plus 140 wäre nochmal was ganz anderes. Und ich wollte gerade sagen, die Links sind schlechter, aber nein, Gotenks ist in dem Team. Wir brauchen halt nur einen Shocking Speed am besten, damit sie Ki dazu kriegt. Ich glaube, dafür wäre Ultimate Gohan ganz gut dann. Top-Karte. Sehr geil. Da ich Broly habe, kann ich also auch ein monophysisches Team jetzt wieder ausbessern, ein Stück mehr. Finde ich geil. Cube System kann ich auch nochmal plus 2000 auf alles geben, weil ich halt Super Tech 10 kann ich in alle Richtungen gehen, soweit es geht. Außer ich habe, also bis zum Dupe-Part. Gut. Ich werde hier wahrscheinlich ein bisschen zusammengecuttet haben, weil halt das Friend-Summon-Ding mir echt auf die Eier ging. Aber das war's mit dem Dokkan Awaken von der physischen, inzwischen TOR, Arale. Arale. Rainbow Leader, immenser Damage, Attack plus 120, farmbare Super. Top! In der Beschreibung findet ihr den Link zu der Dokkan Facebook-Gruppe, wo ihr dann, wie ich jetzt, mit dem Ding hier angeben könnt, zum Beispiel. Lasst ein Like oder ein Abo da, falls ihr mich noch nicht kennt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Tschernobyl und ciao!